Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DayZ Standalone. So, ich habe eine Weile nicht gespielt und auch nicht aufgenommen, schlicht und ergreifend, weil ich keine Zeit hatte. So, ich weiß, hab überhaupt keine. Ach, da bin ich. Man müsste sich eigentlich nur seine eigene letzte Folge angucken und dann wüsste man, wo man steht, aber ja, irgendwie macht man das nicht. So, wir looten weiter und versuchen, oh Wunder, zu überleben in einem Survival Game. Man glaubt's nicht, ist aber so. So. Versuchen natürlich schnellstmöglich die Küste zu verlassen. Oder ist ein Apfelbaum? Na, hüpf. Wie sehen wir eigentlich aus? Stuffed und hydrated. Oh. Jawohl, Jackpot. Schön ein paar Äpfel. Na. Was haben wir da? Ein Sledgehammer, das wird uns nichts bringen. Und Nagel hat einer mit einem Sledgehammer, also mit einem Vorschlaghammer, Nägel irgendwo reingekloppt. Na, hoffentlich hat er sich nicht auf den Daumen gehämmert. I found something. Ah, hat er direkt genommen, okay. Also, ich muss mich korrigieren mit den Äpfeln. Das scheint behoben zu sein. Man kann hier tatsächlich, ja, jetzt hör auf. So, man kann hier tatsächlich Äpfel finden. Und damit ist das Überleben natürlich auch schon ein bisschen gesichert. So, lass mich überlegen. Wir laufen jetzt erst ein Stück an der Küste lang und dann werde ich mal irgendwann da rechts rüber machen. Mich da rechts rüber machen, nicht da rechts rüber machen. Und wenn, dann schneide ich das raus. Das ist ja nicht jugendfrei. So. Na, ich glaube, wir gucken mal noch bis zum nächsten Ort. Ein bisschen. Warte mal, was muss denn da rein? Shotgun, ja, das wird wohl Dingens sein hier, Schrot. Da brauchen wir noch ein bisschen was an Material. Aber ich kann die trotzdem schon mal rausziehen. Genauso wie mein Filetiermesser. Vielleicht muss ich ja mal irgendwas zerlegen. So, da vorne kommt. Was ist das dann? Keine Ahnung. Na, ich guck mal. Ach ja, genau, das ist dieses Industriegedingsel und da ist so eine Arztstation. Sieht's aus, haben wir Racks, 4 Stück. Na, wir gucken mal. Diese Straßensperren waren früher, als ich noch Daisy damals, als ich noch Daisy gespielt habe, noch nicht da. Jedenfalls nicht hier. Und ich kannte Daisy mal wie meine Hosentasche. Das war wirklich sehr geil. Macht dann auch mehr Spaß, wenn man weiß, wo man ist und seine Routen hat, wo man langlaufen kann, sich relativ schnell equippt. Okay, hier ist nix. Da laufen wir mal trockenen Fußes über die Bahnschiene hier. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört, kein Röcheln, kein Zombie. Hier gab es eine Weile eigentlich auch
unter Garantie an speziellen Stellen Waffen. Ist aber alles nicht mehr so. Das Loot-System scheint wohl irgendwie überarbeitet worden zu sein. Genauso wie es ja jetzt sehr viel mehr Zombie-Modelle gibt, was ich persönlich ziemlich cool finde. Aber hier lag immer hier oder direkt hier an der Tür lagen früher immer Waffen rum, ist aber nicht mehr. So, dann gucken wir nochmal in der Medizinbutze vorbei. Vielleicht finden wir da so ein Stick. Wo war die? Oder ist das hier gar nicht? Kommt wahrscheinlich erst noch. Ach hier, diese Tonnen, das war früher beliebt. Wenn man irgendwo gespawnt ist, wo man nicht spawnen wollte, raufgeklettert und wie so ein Lemming darunter gehüpft. Da hat man sich mal gewundert, wenn man da vorbeigekommen ist. Stuffed und hungry, ja, das ist eine blöde Kombination. So, jetzt mal kurz überlegt. Dahinter ist das nicht. So, da vorne stehen, glaube ich, Schilder. Da gucke ich mal gerade, wohin das hier geht. Okay. Und in die Richtung. Wir laufen da lang. Einen noch. Wird doch gleich dunkel. Wobei, im Dunkeln hier langrennen, das ist immer ganz besonders spannend. Da oben ist ein Turm, so ein Radioturm oder so ein Radiosender. Sieht man nur so ganz verpixelt in der Entfernung. Genau, hier kommt jetzt die Tankstelle. Und da hinten ist schon der nächste Ort. Da können wir dann noch mal ein bisschen rumlooten, noch mal ein bisschen gucken. Hier ist auch nichts, so wie es aussieht. Mal bei dem Auto gucken. Ne, wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann geht's weiter. Na, jetzt sieht man es ein bisschen besser da drüben, ne? Diesen Antennenmast. Warte mal, ich nehme mal das Messer. Dig up Worms, nein. So, jetzt haben wir wahrscheinlich... Knochen. Okay. Federn wird man wahrscheinlich Pfeile mitmachen können.
Okay, brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Aber man kann hier so ein Hühnchen. Oh. Ah, lauf du mal in die andere Richtung. So ein Hühnchen zerlegen und bekommt ein paar Ressourcen raus. Federn, Knochen und Fleisch. Wenn wir jetzt noch ein Feuerchen hätten, könnten wir uns ein halbes Hähnchen machen oder auch ein ganzes. So, hier sind wir jetzt. Und hier looten wir mal noch so ein bisschen. Jetzt wird es nämlich gleich dunkel. Oder auch nicht, jetzt wird es gerade wieder hell. Der Server. Ich habe eben einen Zombie gehört. Der Server weiß noch nicht, was er soll. Ob er Tag oder Nacht hat oder... Ey, rein da. Ja, es ist... Also manchmal weiß man nicht. Ich habe immer so den Eindruck... Bestimmte Server haben einfach kein Loot. So. Da haben wir aber ein bisschen was. So, warte mal, ich hau mir jetzt mal einen Apfel rein, weil ich bin nur noch hungry. Damit kann ich leben. Das Den Kompass nehmen wir mit. Ah, jetzt habe ich das Messer wieder liegen lassen, ich Depp. Na egal, wir haben noch das. Zwei Messer braucht ja kein Mensch. So. Nö. Selber. Was haben wir da? Dieselbe Shotgun, die ich schon habe. Die ist pristine, die auch. Dann tauschen wir die auch nicht. Was haben wir denn da? Was zum Nähen? Guck mal, ich gucke mal, ob ich mir hier mein Mützchen nähen kann. Naja, nur noch worn. Wie sieht es mit meiner Jacke aus? Ist schon worn. Pristine, pristine. Besser als worn geht mit dem, glaube ich, nicht. Ne. Kannst ja nicht neu machen, ne? Nur wenn man da ein paar Bindfäden dran macht. So, hier geht es nämlich jetzt auch gleich ab. Und da gucken wir mal, wohin das führt. Da vorne war nämlich ein Straßenschild. Komm, wir essen noch einen Apfel schnell. Nehmen die Sardinen dann schon mal mit. So, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. So, wo war das Straßenschild? Ich habe es soeben gesehen. Oh, Zombie. Laufen mal nicht, vielleicht kriegen sie nicht gleich sofort mit, wo ich bin. Da drüben links geht einer. Ich habe doch eben
Schild gesehen. Da steht auch einer. Ui. Hat er mich wahrgenommen? Ne. Auch nicht schlecht. Kommt er jetzt hinterher? Immer noch nicht. Gut, 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 gut. So, da ging auch eine Straße rein. Was ist denn das für ein Gebäudetyp? Den kenne ich aber auch noch nicht. Das gucke ich mir an. Da kann man nicht hoch, Blitzableiter ging teilweise. Ach, hier so ein. Na, bringt eigentlich nichts. Ne, bleiben wir gleich unten. Macht keinen Sinn. Gibt's hier auch, da ist eine Tür. So. Ja, da ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Ach komm. Weiter geht's. Was haben wir hier? So Baracken. Red Hoodie. Hat auch 4 Slots. Tauschen wir aus. Vielleicht ein bisschen wärmer. Was ja mal was wäre, wäre ein großer Rucksack. Und alles mögliche andere. So. Kommt man da rein. Das wäre ja mal cool, wenn sie da jetzt eine Tür reingebaut hätten und man durch einen Tunnel hier abkürzen könnte. Irgendwo hin. Aber das ist einfach nur Grafik. So, hier zwischen. Ich meine mich. Da ist ein Zombie. Na, kriegt er uns mit? Ja, der rennt da weiter am. Oh, da ist auch schon wieder einer. Hier, da. Uah, ekliger, nackt Zombie. So, und hier will ich lang. Genau. Wenn ich mich nicht vollkommen täusche, dann geht das hier nämlich auch relativ zügig zum Airfield. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir da diesmal auch ankommen. Was haben wir denn hier? Ach so, Chicken Breast, das sind mehrere Teile. Weiterlaufen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon bald durch mit der Folge. Ich werde mal gucken, dass ich irgendwo. Oh, das ist. Garagen sind Waren zumindest immer gut. So ein Eispickel, ein Reifen. Ja, schöne Gegend hier. So, also, ich würde sagen, wir machen dann für heute Schluss. Wir sind ja jetzt auf dem Weg weg von der Küste Richtung Airfield. Und da ist diese Richtung hier zwangsläufig richtig. Werden mal sehen, ob wir das schaffen, da mal lebend anzukommen. Und da werden wir da mal gucken, dass wir uns mal
gescheit ausstatten. Hier haben wir ein schönes Haus. Da wird der Knispel jetzt hier die Nacht drin verbringen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann und ciao.